Wunderschönen guten Tag zu einer weiteren geschmeidigen Runde Kingdoms Reborn. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Wird aber, glaube ich, wieder eine kurze Folge sein. Es passiert etwas Außergewöhnliches. Aber ich glaube nicht so dran. Ein schönes Käppchen hier anwerfen. Nahrung haben wir. Okay. Wir müssen halt Kartoffelknolle oder so kriegen. Können wir ein bisschen Gas geben hier. Das nächste werden wir uns das hier holen, damit wir ein paar Fischhalten einkleben können. Das ist ganz gut, um den Arbeitsprozess ein bisschen zu boosten. Aber wir haben halt, was Lagerkapazität erreicht. Die Bewandtnis mit den Doppelwegen ist diese: Wenn wir nur einfache Wege machen und unser Dörfchen hier größer wird, dann behindern die sich beim Bewegen auf diesen Wegen. Das ist wie auf der normalen Straße, ne? Zweispurige Straßen sind immer besser als eine einspurige Straße. Also für jede Richtung eine Straße oder ein Weg in dem Fall. Ja, die Felder werden wir sowieso alle noch ein bisschen umbauen, aber haben wir denn auch genug Leute? Cannabis verfügbar, Kohle. Ja, das ist gut für Bewohner, aber wir sind am Limit. Hier werden wir ein paar Steindinger reinbauen. Ja, Stein ist ja immer. Wir haben ja noch jede Menge Sachen zum Sammeln, ne? Kostet halt 1000, ne? Müssen wir halt ein bisschen zusammensparen jetzt. Dann können wir mal erzählen, wie ihr das hier so findet. Das Spiel. Es sehr beruhigendes Aufbausimulationsspiel, ne? Ja, selbst auf Maximalgeschwindigkeit passiert hier nicht viel, ne? Wir müssen halt gucken, dass wir genug Holz haben. Und ja. Müssen wir mal gucken, dass wir mal Dings kriegen. Ja, wie heißt er? Der Bäume pflanzt. Ja, kein Gärtner. Ein Förster, so heißt das Ding, genau, ein Förster. Wir werden hier erstmal nichts kaufen, das brauchen wir alles nicht. Wir könnten jetzt überspringen. Aber ich warte einfach mal, bis wir zur nächsten zweiten Universalkarte können, weil das Universalkette. Könnten uns nämlich ermöglichen, Förster zu bauen. Förster hat den Vorteil, dass er aufforstet. Klingt jetzt doof. Ist er. Wir sollen Mischmasch bauen. Jetzt haben wir eine Hütte zu wenig. Ja, okay, vielleicht kaufen wir doch lieber das hier für 27. Und speichern ist wichtig.
Weizensamen hier rein. Nein. Das ist gut, das ist schlecht. Aber wir könnten hier noch eine Hütte hinbauen. Das ist jetzt aber noch nicht final, ne? Wir werden noch ein schönes Städtchen bauen. Wahrscheinlich dann eher. Naja, vielleicht war der Weg doch nicht so gut überlegt. Vielleicht für mich hier eine relativ große Stadt hinbauen. Mit einem schönen breiten Straßensystem. Mal gucken. Na, okay. Sparsamkeitsbuch war vielleicht doch nicht so schlau. Wir können es verditschen. Ja, hier gibt es noch die Möglichkeit, das hier schneller bauen zu können mit Credits, also hier mit unseren Münzen. Aber das sind wir noch nicht. Da sind wir beim Weiten noch nicht. Ja, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Also nicht weit, aber ich habe schon mal gespielt. Ich finde das eigentlich mega entspannt halt, ne? So eine Chili-Mini-Musik hier und ja. Es ist gut, wenn wir Bewohner kriegen, aber wir müssen das halt auch wieder skalieren. Die brauchen wieder Heizmaterial, nachher können wir das umstellen. Wir können nachher hier sagen, was die verfeuern sollen. Ne? Das ist ganz gut, um den Warenfluss zu steuern. Wir müssen halt sorgen, dass sie genug Medizin kriegen. Medizinische Kräuter sind weniger wert als Medizin. Ne? Skalierung ist eine ganz andere. Ist auch förderlich, wenn man halt mehrere hat, weil mit mehr von den Hölzern, also von den Förstern, geht die Produktivität auch höher. Ne? Mit 8 haben wir dann plus 30 Produktivität. Wir könnten das hier noch verbessern über die Jahre, also die Entwicklungsjahre, Middle Age, Dark Age etc. werden die Verbesserungen auch höherwertig. Dann brauchen wir nachher Glas und Töpferwaren und all so ein Kreuz halt. Ne? Was kaufen wir als nächstes? Das hier. Oder doch das hier. Wir nehmen das hier. Warum kostet 1000? Er war vielleicht doch nicht so smart, hier zu investieren. Wie viele Kacheln sind das? Das wäre auch interessant. Ja, dann können wir den hier eigentlich abreißen. Ne? Müssen wir den woanders wieder aufbauen. Dann nehmen wir so einen kleinen provisorischen Weg. Dann sagen wir den Jungs hier, holt mal die Steine hier weg. Auch. Steine kann man nie genug haben. In einer Runde habe ich mal da gebaut, wo es jede Menge Holz gab, aber keine Steine. Musste Steine importieren und dann war das, naja, das Scaling halt ziemlich schlecht. So, Tannen haben wir auch. Fruchtlose Bäume. Deine, wenn ihr noch welche drunter hängen. Jo, ein paar hängen hier. Ja, das mit der Jagd, das ist schwierig.
Einfach sind halt keine Tiere mehr da, ne? Schon mal prophylaktisch. Das mal halt hier im Auge behalten, ne? Oh, Lager voll. Das ist nicht gut. So, dann werden wir das mal drehen. Das darf auch nicht überlappend sein. Da steht zwar jetzt 116, aber die nehmen sich gegenseitig Prozent wieder runter. Das ist valide. Wohnraum haben wir, genug Lager haben wir. Es ist nochmal wichtig, dass das Lager da ist, wo die auch irgendwas produzieren, weil wenn das Lager nicht nah genug ist, dann funktioniert das auch nicht. Das ist halt auch wieder so ein Spiel, was man mal on-stream spielen könnte, bis zum gewissen Grad, weil ich weiß nicht, ob das ab 300 war oder ab 200 schon, dann fängt das halt hier an zu laggen. Das ist dann nicht mehr witzig. Absolut nicht. Ja, die Karte kommt, die geht schon immer. Sollen erstmal alles weghacken hier. Wir haben ja noch genug Nahrung, Holz ist auch am Start. Mal gucken. Das ist ein neues Haus. Die Jagdhütte hier hat auch nichts mehr. Oder? Das ist auch immer mies. Produzierende oder verarbeitende Betriebe setzen die Moral runter. Und die Hütte werden wir sowieso wieder abreißen. Das heißt, wir werden das hier so irgendwo schön reinprinten. Ja. Das sieht doch gut aus. Ist immer konsequent bei. Man kann nur noch den Betriebsmodus ändern, ne? Das ist ganz cool, wenn ihr Slow Steine mal reinhaben wollt. Nachher gibt es dann noch sowas wie ein Versandsystem. Aber da blicke ich selber noch nicht so ganz raus. Das ist sehr tricky, aber das werden wir uns angucken. Wenn wir so weit kommen und nicht vorher sterben. Gut, gewaltsame Übernahme gibt es hier nicht, aber man kann andere übernehmen. So, vasalisieren. Aber da gucken wir schon, ne? Wir sollten mal eine Kneipe bauen. Ja, die haben nämlich hier Sonderwünsche, die guten.
Ja, wir haben jetzt gleich ein Problem mit der Wohnung, ist mir bewusst. Es muss halt immer so 70 sein und die haben halt keine Unterhaltung, ne? Ja, aber das ist jetzt auch nicht so toll. Luxusgut gibt's noch keine. Das können wir machen. Handel. Seh, da können wir mal wegdrücken, das brauchen wir jetzt noch nicht. Die Baumwolle. Komm, die drücken wir weg. Ja, ist okay. Das nehmen wir mal. Das hat er keinen Winner. So. Und man kann irgendwie alle 6 Sekunden handeln oder so. Oder 120 oder so. Dann kann man auch noch über spätere Zeiten die Gebühren runterdrücken. Das ist ganz praktisch. Weil es halt, wenn du 700 kriegst, 248 abgibst und kriegst du 400, ist halt wie in Deutschland die Steuer, ne? Schwierig. Nachher alles Mögliche kaufen, kaufen und ja. Ich hoffe, dass wir wieder so eine schöne Weinplantage hinkriegen. Hier jetzt wahrscheinlich nicht. Dass wir in unsere Bergbauregion einfach vielleicht hier siedeln sollen. Und dann gehen wir halt von da rüber, machen das hier und dann kommt hier noch eine Siedlung oder so rein. Was ist das hier? Was gibt's hier? Nichts. Einfach nur nichts. Tundra. Okay. Gold, also das Gold werden wir nachher wunderbar verarbeiten. Tatsächlich. Und aus der Baumwolle haben wir mal schöne Kleidung. Da haben wir mal genau Weizen rein. Machen wir jetzt noch ein Feld. Über nachher Mühlen und jede Menge Zeugs. Ihr werdet das nicht glauben. Es ist einfach ein sehr, sehr erbauliches Spiel. Und hier werden wir Cannabis anbauen. Das freut die ungemein. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht unsere Arbeiter verlieren. Weil wenn das hier nachher auf Null ist, dann sind alle in Arbeit. Das ist gut. Gibt es keine Arbeitslosen. Aber dann können wir nicht erweitern. Dann müssen wir wieder Leute ranholen. Das müssen wir auch immer im Auge behalten hier. Dass das eher ein Plus ist, ne? Das hier sollte eigentlich auch ein Plus sein. Jo. Ist unsere Nahrungsproduktion gerettet. Das haben wir dann auch. Dann ist unsere Holzproduktion hier gerettet. Ja, jetzt muss man da oben noch das Gebiet hier kaufen. Oh, wir haben genug Kohle. Ja, Kohle will ich nennen. Ja, dann bauen wir jetzt erstmal hier unsere. Ich schalte möglichst mit 110% rein. Was? Nee, das war nicht gut. 94 ist nicht gut. Ist auch nicht gut. Okay. Nein. Ja, dann halt 96. Dann ist das halt so, ne? Muss auch mal manchmal damit leben. Das ist ja schön. Das hier kommt sowieso nachher weg. Hier werden wir so eine kleine, so ein Lagerkonstrukt hinbauen. Weil, oh, ja.
Wo ist es? Da gibt es nämlich Lagerhäuser, die sind wesentlich kleiner und ergiebiger als die Lagerplätze. Wir wollen aber das hier machen. Und dann machen wir noch das. Genau. Wir müssen den Techbau. Und jetzt erstmal die Steinwerkzeuge an, weil wir haben Steine, aber keine Werkzeuge. Wenn wir keine Okay, wir haben auch Stahlwerkzeuge. Aber wenn wir keine Werkzeuge mehr haben, ist das schwierig. Weil. Naja, wie soll ich sagen? dann bauen die nichts mehr. Das ist schwierig, sage ich jetzt mal, ne? So. Meine kleinen. Auftrag hier rein. Fruchtlose Bäume fällen. Steine hier rauskloppen. Ja, Lager wieder voll. Schwierig, aber nicht unlösbar. So, dann bauen wir dem einen dann noch eine Hütte. Grüße gehen raus an Hüttig. Wir sehen uns einmal mal wieder. Ich hoffe doch. Jetzt hätte ich doch eine Jagdhütte noch behalten sollen. Wir können auch noch einen Steinbruch bauen. Es kannibalisieren sich die Steinbrüche nicht gegenseitig. Okay, das war ein bisschen schlecht gebaut da. Weil wir dann unsere Zweierregel nicht einhalten können. Auch wenn es da jetzt sechs mehr gibt. Aber Teufel ist ein Eichhörnchen. Vielleicht müssen wir da was hinbauen. Naja. Aber das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Tudelu.